So, guten Tag, liebe Leute. Heute geht es mal um das Impact Whey Protein von MyProtein, nämlich das hier. Da denke ich mal, gibt es einige Dinge zu bereden. Und naja, es ist ja immerhin das meistverkaufte Protein in Europa. Erstmal fange ich dann natürlich mit den negativen Sachen an. Und das ist halt eben, es wird beworben, dass es 82% Protein hat. Und das stimmt so eigentlich nicht. Nämlich, wenn man genauer hinschaut, ist es so 82% Protein nur in der Trockenmasse und auch nur bei dem geschmacksneutralen Version. Das heißt, bei dem reinen Rohstoff sozusagen, dann hat man einfach nur so ein geschmacksneutrales Pulver halt. Ohne irgendwas, ohne Farbe, ohne Geschmack. Und das kauft man sich normalerweise nicht. Vielleicht mal ein bisschen was zum Backen, aber normal hat man ja immer Geschmack dabei. Und Trockenmasse ist sowieso der größte Quatsch, weil man kauft auch nicht, wenn man 5 Kilo Sack kauft, kauft man 5 Kilo Whey und nicht 5 Kilo Trockenmasse. Also, ne, das ist überhaupt kein nützlicher Wert, sage ich jetzt mal. Und deswegen, wenn man sozusagen die Trockenmasse wegnimmt und einfach nur auf das reine Produkt schaut, dann sind das 76% Protein ohne Geschmack, also geschmacksneutral, 74 mit normalem Geschmack und 70% mit Schokogeschmack, weil da ja halt eben Kakaopulver drin ist und Kakaopulver ja, braucht halt mehr Platz da, um halt, sag ich jetzt mal, Farbe und Geschmack rüberzubringen, als jetzt irgendwie so Süßstoffe, Sucralose und künstliche Aromen bei den anderen Geschmäckern. Also erstmal das war negativ, aber es gibt natürlich auch was Positives. Und das ist hier der Preis. Da sehen wir sozusagen, ein 5-Kilo-Sack bekommt man für 65 Euro. Jetzt habe ich hier gerechnet, okay, 20% Rabatt, weil man bekommt eigentlich fast immer alle 2 Wochen, also mehrmals im Monat bekommt man 20% Rabatt. Und wenn man weiß, okay, ich kaufe mir Whey, so habe ich das letzte Mal auch gemacht, demnächst müsste ja die Bestellung ankommen. Ich glaube, jetzt haben sie sogar gerade wieder 20% Rabatt, manchmal auf alles, manchmal auf Protein, was weiß ich. Auf jeden Fall, oft genug bekommt man 20% Rabatt darauf. Das heißt, dann kostet ein 5-Kilo-Sack nur noch 52 Euro. Das macht für ein Kilo nur 10,40 Euro. Und das muss man sich mal vorstellen, 10,40 Euro für ein Kilogramm Whey-Protein. Und dann ist es so, wenn man entsprechend normalen Geschmack hat, dann hier sind das 1,40 Euro pro 100 Gramm reines Protein. Und wenn man Schokogeschmack hat, ist der Proteingehalt ein bisschen niedriger, dann sind es 1,48 Euro pro 100 Gramm reines Protein. Zum Vergleich, das habe ich jetzt nicht hingeschrieben, wenn man die kleinste Packung kauft ohne Rabatt, das heißt 1 Kilo für 17,50 Euro, dann wird es doch ein bisschen teuer, dann kostet, kommt man auf einen Preis von 2,50 Euro pro 100 Gramm reines Protein. Das sieht man hier dann noch im Vergleich. Hier habe ich einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben, was sonst so für Eiweißquellen gibt und wie viel die nämlich kosten. Und da sehen wir eigentlich schon, das meiste ist eigentlich teurer, außer der gute Magerquark, der schlägt dann das Whey doch gerade noch so mit 1,33 Euro pro 100 Gramm reines Protein. Und Impact Whey, wenn man halt die entsprechenden Prozente und 5-Kilo-Sack nimmt, 1,40 Euro, wie gesagt. Und wenn man es halt sich ganz blöd anstellt und die teuerste Variante vom Impact Whey kauft, dann sind es 2,50 Euro pro 100 Gramm. Trotzdem ist es noch günstiger als Hühnchenfleisch und noch günstiger als die meisten anderen Proteinpulver. Die fangen nämlich meistens erst bei 25 Euro pro 1 Kilo sozusagen Whey an und dann haben die auch nicht 100%. Das heißt, oft ist es so, dass bei den anderen man 3 bis 4 Euro pro 100 Gramm reines Protein bezahlen muss. Und ja, im Vergleich hier dann noch Rind. Also Huhn ist schon eigentlich das günstigste Fleisch, was man haben kann. Und halt entsprechend anderes Fleisch, Rind oder so, das kostet dann 5 bis 10 Euro pro 100 Gramm reines Protein. Also wir sehen hier, Impact Whey ist eine sehr günstige Variante, seinen Eiweißbedarf zu decken.
Und das sollte auch eigentlich die Botschaft des Videos sein, sage ich jetzt mal. Ja, MyProtein verarscht ein bisschen, aber im Endeffekt ist das Protein sehr, wirklich sehr günstig, sowohl im Vergleich mit anderen Proteinpulvern als auch im Vergleich mit anderer Nahrung. Und deswegen würde es sich für die meisten lohnen, das, sage ich jetzt mal, durchaus zu kaufen und auch, ja, einen gewissen Teil seines Proteinbedarfs damit zu decken.